Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video von mir, wieder Final Fantasy 14, das zweite Video mittlerweile. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, meine Reise durch EOSEA fortzusetzen. Vielen Dank auch an Square Enix, dass ihr das hier alles möglich macht. Kuss geht raus. Es macht wirklich unglaublichen Spaß. Und direkt am Anfang möchte ich auch noch eine Sache sagen, denn vor kurzem hat Square Enix angekündigt, dass man nicht mehr bis Level 35 kostenlos spielen kann, sondern jetzt bis Level 60 kostenlos spielen kann. Jetzt gibt es quasi keine Ausrede mehr, da nicht auf jeden Fall mal reinzuschauen. Erster Link in der Videobeschreibung, das wird das alles sein für alle Leute, die sich dafür interessieren. Auf jeden Fall sehr cool. Kommt auf den Server Phoenix im Datenzentrum Light, denn da spiele ich und dann kann man vielleicht mal zusammenspielen und ihr könnt meiner Gilde beitreten. Wie auch immer, die Abenteuer von Klümselbümsel gehen weiter. Der Retter der Not, der Held in dunkler Stunde, der mit dem legendären Namen, wer heißt sonst so episch, Klümselbümsel. Ich glaube, es gibt niemanden, der so episch heißt. Ja, wir haben in der letzten Folge, haben wir es auf jeden Fall geschafft, eine eigene Gilde zu gründen. Das war das Ziel. Das heißt, wir gründen jetzt die Gilde. Wir gilden jetzt die Gründe, die gründen die Gilde. Und in dieser heutigen Folge, in quasi dem nächsten Monat, möchte ich es schaffen, oder wollte ich es schaffen, Level 35 zu werden. Denn ab Level 35 passiert dann noch was Spannendes. Man wird nämlich vom normalen Marodeur, in meinem Fall, ich habe ja Marodeur gewählt als Anfangsklasse, zu einem Krieger. Also man entwickelt seine Klasse weiter. Und das könnt ihr jetzt auch machen, bis Level 60 kostenlos spielbar. Ja, auf jeden Fall, diese Klassenquest kommt da neu hinzu und man entwickelt seine Klasse weiter, kriegt mehr Fähigkeiten, das alles funktioniert ein bisschen anders dann danach. Ziemlich, ziemlich cool, wie ich finde. Und das ist das Ziel von diesem heutigen Video, beziehungsweise vom vergangenen Monat. Denn das Video heute fasst den letzten Monat zusammen. Also starten wir mit Leveln. Level 29. Oh, ich auch. Congrats. Und danach natürlich weiter leveln und Level up. Und leveln und leveln. Zwischendurch haben wir natürlich auch noch den einen oder anderen Dungeon gemacht. Jetzt aber Level up. Und noch mehr leveln. Und damit war der erste Stream in dem Monat schon fast zu Ende. Wir hatten aber noch ein bisschen Zeit und deswegen sind wir ins Casino gegangen. Da hat man Minispiele, die man spielen kann. Mann, ich hätte fast 5000 Punkte bekommen. Nur diese eine rote, die ich nicht eingesammelt habe, weil ich gesagt habe, rot nicht, habe ich nicht bekommen. Bam, Junge! Brutal, Alter! Brutal! Was soll ich tun? Erwischt! Da kann man in der Lotterie teilnehmen, man kann sich Glückslose kaufen. So, du kannst ein Lose kaufen. Hallo. Ein Jumbo-Glücks kaufen. Aber es gibt ja auch ein ganz eigenes Spiel im Spiel, und zwar ein Kartenspiel. Man kann einfach ein komplett eigenes Kartenspiel spielen. Das kann man mit der ganzen Welt spielen, also mit Leuten aus der ganzen Welt in Final Fantasy kann man Karten spielen und sich da duellieren. Das ist ziemlich, ziemlich cool gemacht, finde ich. Das ist ein sehr relativ simples Kartenspiel, aber macht trotzdem echt viel Spaß. Und da kann man sich quasi duellieren und im Gold Saucer Casino an Tournaments teilnehmen, also an Turnieren teilnehmen. Mega cool gemacht, finde ich. Einfach, dass das auch noch mit im Spiel ist, ist nett, nette Abwechslung, falls man aber keine Lust auf Questen hat. Es gibt ja nicht sonst genug zu tun, aber jetzt gibt es halt auch noch ein Kartenspiel. Ja, und das war auch schon der erste Tag. Am zweiten Tag ist direkt ein Special Guest zu uns gekommen. Und zwar, ihr kennt ihn, der liebe Debitor. Ja, mit dem haben wir schon in Craft Attack super viele Sachen gemacht. Der spielt auch Final Fantasy 14 aktuell. Und der ist uns besuchen gekommen auf dem Server. Ja. Ach, guck mal, da ist er, glaube ich. Moin. Hi. Lass mich dir vorlesen. Mein Name ist... Was sagst du? Mein Name ist Klümselbümsel. Ja, und ich bin einfach ganz, ne? Debitor Twitch. Genau. Ja. Das, die... Warst du kreativ? Ja, auf jeden Fall. Und ja, der hat dann mit uns erstmal einen Dungeon gemacht. Er ist weit Level über mir, also er war da schon Level 50 oder so. Hat dann aber noch mit mir einen Dungeon gemacht. Das kann man nämlich auch, wenn man höher Level ist, mit niedriger Level Leuten in einen Dungeon gehen. Das Level passt sich dann automatisch an. Und wir haben mehr gelevelt. Und gelevelt, denn wir wollten ja Level 35 kommen. Und irgendwann waren wir dann Level 35, ist also von Level 30 bis Level 35 sind ja auch nur 5 Level. Das haben wir dann geschafft und unsere Klassenquest begonnen. Wir sind dann zum Krieger geworden und das Erste, was man sich da fragt, ist, was ist denn das jetzt für ein fettes Ding, was ich da unten stehe? Huch. Welches fette Ding meinst du? Urkraftbalken. Mit Urkraft steht jetzt ein... Zusätzlich zum Verteidigersymbol nun auch der Urkraftbalken zur Verfügung. Mit der Ausrüstung bestimmter Kommandos lässt du deinen Kampfinstinkten freien Lauf und füllst so den Balken auf. Dann spreche ich mal mit meinem Kriegerlehrer. Was geht, Vispiribire-Klamm?
wissbegieriger Klamm. Ich kann nicht sprechen. Wissbiribire? Oh, du hast dich zu einem echt beeindruckenden Axtschwinger gemausert. Leider muss ich dich enttäuschen. Mit deinem Entziffern der alten Schrift bin ich keinen Schritt vorangekommen. Oh Mann, ständig kommt mir was dazwischen. Ich habe sogar noch mehr zu tun als damals vom Herr der Helden. Und außerdem werden alle Schriftrollen nass. Ob das daran liegt, dass ich unter dem Wasser verstehe, ich kann es nicht sagen. Aber das ganze Spiel hat ja noch eine Story. Und erinnert dich noch an die Primae? Im letzten Part haben wir Ifrit besiegt. Das war dieser Feuergott. Und es gibt nicht nur einen Primae. Ihr erinnert euch vielleicht, unser Bund, der Bund der Morgenröte, wurde ins Leben gerufen, um die Primae zu besiegen. Und genau das haben wir vor. Wir wollen die Primae besiegen. Und den ersten haben wir schon besiegen, das war Ifrit. Und der zweite, von dem erfahren wir jetzt gerade. Und der steht quasi schon in den Startlöchern. Das ist nicht gut. Ein Koboldstamm aus Lanosea hat den Primae Titan erneut beschworen. Oh nein! Und wir machen noch ein paar Quests, um uns dem zu nähern, um herauszufinden, wo ist er überhaupt? Wie kann man den besiegen? Wer hat ihn schon mal besiegt? Weil die Götter kommen neu und erscheinen neu. Auch ein großes Problem, was wir irgendwie lösen müssen. Und ja, da beschäftigen wir uns halt mit. Und irgendwann ist natürlich der Zeitpunkt gekommen, nachdem wir noch einen weiteren Dungeon absolviert haben. Neu! Alles gut. Bin neu. Kein Problem. Ist mal erstmal. Ich verzeih dir. So, jetzt ist eine Mechanik, die du machen musst. Okay, das drücken. Kannst du kurz sagen? Ja, sag. Und zwar, der Typ kotzt jetzt gleich ein paar Gift. So Pfützen dahin. Und du musst den immer aus diesen Pfützen rausziehen, ansonsten regeneriert der HP. Okay, das schaffe ich. Nice. Der Final Boss, der Schwurbler. So, jetzt ist aber fast nirgendwo keine Pfütze mehr, ne? Ja, jetzt ist er auch tot. Oh, geil. Alles gut. Ding mal. Ja. Woo! Lobing spielt auch wieder Final Fantasy 14. Komm in die Gruppe, Gilde. Oh, schade. Um gegen Titan, den nächsten Primae, zu kämpfen. Mit einer wahnsinnig epischen Musik, wie ich finde. Ich finde die wirklich hammergeil. Ist es jetzt Titan? Mhm. Ja? Ja. Ich gebe dir einfach mal einen einzigen Tipp. Du solltest auf jeden Fall immer dodgen. Titan! Ja. Der zweite Primae von... Ja, bis jetzt zwei. Der Lopix, das ist halt... Titan ist groß! Titan! Ihr Umlebender, du wagst es herzukommen, nach allem, was ihr meinen Kindern angetan habt. Oha. Deinesgleichen entreißt dem Erdreich seine Schätze und scheuen nicht den Mord an seine Bewohnern, denen sie rechtmäßig gehören. Ah, aber ich bin nicht der Erste, gegen den du dich erhebst. Du hast auch Ifrit entthront, nicht wahr? Was für eine unfassbare Vermessenheit in diesem armseligen Körper. Du wirst die Vergeltung dafür erfahren. Oder war das der Limit drauf? Ja, der Limit raus. Okay. Aber ich wurde nicht von euch gekillt vom Limit raus. Alles gut. Ah, Scheiße! Wir haben Titan besiegt! Titan ist gefallen, zu Brocken zerfallen, oh weh! Aber wir haben es dann am Ende geschafft, Titan tatsächlich zu besiegen. Danach kam noch eine Cutscene und da ist ein Typ aufgetaucht, den wir schon mal hier und da immer mal gesehen haben, aber er taucht immer mehr und immer mehr auf. Scheint, als würde sich da was zusammenbrauen. Das sieht auf jeden Fall nicht gut für uns aus. Beschränkte Geister. Und er hat schon den vierten Kristall. Wirklich amüsant. Nur weiter so, höriger Diener Heidelins. Dein Weg ist noch lange nicht zu Ende. Jedenfalls, nachdem wir Titan in einem epischen Kampf besiegt haben, gehen wir zurück und sehen, dass wir verraten wurden. Damit hätte ich persönlich nicht gerechnet. Also als das passiert ist, habe ich mir nur gedacht so, oha, was ist denn jetzt los? Moment. Denn unser Bund, der Bund der Morgenröte, wurde überfallen. Und als wir ins Gebäude des Bundes gegangen sind, waren fast alle tot. Sie wurden umgebracht von dem Galerischen Reich. Ihr erinnert euch, das sind die Typen mit diesen crazy Helmen, die auch mit diesen Raumschiffen quasi schon durch die Gegend geflogen sind und versuchen, sich ganz Eosea unter den Nagel zu reißen. Die wollen die Macht, die wollen die Weltherrschaft. Und die haben uns überfallen und entweder alle getötet, oder fast alle getötet haben sie, und ein paar Leute sogar noch entführt. Unter anderem die Chefin Minfilia. Und das finden wir natürlich nicht ganz so geil. Also im Gegenteil, wir finden das ganz, ganz schlecht. Oha. Hier also versteckt sich der Bezwinger von Ifrit und Titan. Komm raus, Bürschchen. Oder muss ich deutlicher werden? Wir waren ja nicht mal da. Was
Das hat ihn umgeschnitzelt. Und wir wollen jetzt herausfinden, wo die sind. Wo ist Minfilia? Wo ist der Rest von unserem Bund? Und wie können wir die retten? Dafür gibt es natürlich auch wieder einige Quests, die uns die Story näher bringen, die uns Minfilia ein Stück näher bringen, die uns sagen vielleicht, wo sie ist, wo sie sein könnte, wer könnte wissen, wo sie ist. Das müssen wir natürlich herausfinden. Währenddessen sind wir noch ein Level abgekommen und zwar insgesamt auf Level 40. Alter, Level 40. Oh yeah. Das haben wir natürlich auch dafür ausgenutzt, eine weitere Kriegerquest zu machen. Die kommt jetzt alle 5 Level, also auf Level 35, 40, 45, 50. Bis wir dann am Ende bei Level 50 eine echt geile Überraschung bekommen. Das sage ich euch aber dann noch später. Und zwar nächsten Monat. Aber jetzt ist dieser Monat erstmal zu Ende. Beim Studium der alten Kriegerschrift ist wissbegieriger Klamm auf eine erschreckende Wahrheit über Krieger gestoßen. Mit Level 40, unser Bund wurde überfallen. Es liegt alles in einem Scherbenhaufen. Wir haben zwar Titan besiegt, aber noch eine viel größere Bedrohung scheint am Horizont zu lauern. Und was es damit auf sich hat, wie es weitergeht, erfahrt ihr dann nächsten Monat in der nächsten Folge. Wahrscheinlich kommt die schon ein bisschen früher als in einem Monat, wahrscheinlich sogar schon in 2-3 Wochen oder so, wenn es dann weitergeht mit Final Fantasy 14. Wenn ihr jetzt auch Bock bekommen habt, dieses Abenteuer mal zu spielen und mitzumachen, dann guckt in den ersten Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr das Ganze spielen und zwar kostenlos bis auf Level 60. Also ihr könnt das Ganze sogar kostenlos erleben, was ich gespielt habe. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, die epische Reise vom epischen Held mit dem epischsten aller Namen, Bimselbimsel, wird fortgesetzt.